Nachgefragt. Dein täglicher Videopodcast zu Corona. Was momentan gerade wichtig ist, zum einen wirklich zu Hause bleiben und die Maßnahmen, die unterstützend sind, mittragen. Und dann würde ich tatsächlich dazu raten, auch aus der Erfahrung von den Beratungen her, weniger zu reden und sich mehr dem Gefühl hinzugeben. Also mehr miteinander zu sein und sich zu zeigen. Also weniger quatschen und mehr fühlen. Das ist auf jeden Fall ratsam, so dass man sich wirklich auf eine neue Art mal begegnet. Weil das ist eine schöne Chance zu sehen, wer mir da wirklich gegenüber sitzt. Mein Name ist Hergen von Huchting. Ich bin Beziehungscoach. Früher hieß das mal Paartherapeut, aber da es ja nicht nur Paare betrifft, die Beziehungen eingehen, habe ich es ein bisschen erweitert und auf Beziehungscoach umgemünzt. Das ist nicht nur für Beziehungen schwierig, sondern für jeden Einzelnen erstmal, weil das macht uns Angst. Wir sind mit ganz vielen Unsicherheiten konfrontiert. Wir wissen nicht, ob wir gesund bleiben, ob unsere Angehörigen gesund bleiben. Und ich bin vor allen Dingen durch die Kontaktsperre komplett auf meinen Partner angewiesen. Das heißt, ich muss auf engstem Raum mich mit dem, den ich mir eigentlich mal freiwillig ausgesucht habe, gucken, wie ich klarkomme. Das Problem ist natürlich der enge Raum, den man wirklich aushalten muss. Und dann lohnt es sich auf jeden Fall, Regeln zu machen. Das heißt, ich muss meinem Partner auch zugestehen, egal wie viel Platz wir haben, dass der sich mal zurückziehen kann, dass er auch mal alleine sein kann. So geht er in die Küche oder aufs Klo. Und ich muss ihn dann nicht bedrängen und ich muss mich auch nicht unbedingt dafür rechtfertigen, wenn ich mal meine Ruhe haben will. Und ansonsten lohnt es sich auf jeden Fall auch, Regeln aufzustellen. Wann sprechen wir miteinander? Man muss nicht den ganzen Tag Probleme wälzen, sondern haben wir vielleicht regelmäßig abends mal eine Stunde, wo wir auch schwierige Sachen besprechen dürfen. Also ich würde unbedingt davon abraten, die ganz schweren Themen, so die Dauerbrenner, jetzt gerade in dieser schwierigen Situation auszupacken. Nicht, dass ich die verdränge, aber die sind bislang nicht gelöst worden. Dann werde ich die auch nicht ohne Hilfe, ohne Unterstützung mit Druck und mit Angst und mit Krise jetzt lösen. Besser aufschreiben und hinterher, wenn die Krise sich ein bisschen gelegt hat, dann gucken, ob wir diese ganz heiklen Themen dann besprechen können. Es ist für sich selber schon mal eine gute Idee, auch da ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben. Also es gibt sogar Leute, die setzen sich morgens auf Fahrrad, fahren dreimal um den Block und tun so, als wenn sie zur Arbeit fahren und ziehen sich dann wirklich ihre Klamotten an, setzen sich an den Schreibtisch online. Oder ich gebe mir auch Mühe, wenn ich mit meinen Klienten bin, dass ich mich so vorbereite, als wäre es eine normale Sitzung. Und auch als Paar lohnt es sich, sich mal wieder richtig schick zu machen. Man kann sich auch abends mal zum netten Dinner verabreden. Es können auch nur Spaghetti mit Tomatensauce sein, wo man sich mal ein bisschen schön anzieht und ein bisschen rausputzt, so dass man nicht im Pyjama auf dem Sofa versackt, weil die Gefahr ist schon da. Dann ist es auch auf Dauer nicht mehr so spannend mit dem Partner zusammen. Also sich bewusst Mühe geben, sich auch mal wieder ein bisschen rauszuputzen und eine Überraschung zu bringen. Ein heikles Thema, weil wir Männer, in der Mehrzahl sind das Männer, sind recht gewalttätig. Statistisch wird fast jeden Tag eine Frau mit dem Tod bedroht in Deutschland, in der Familie. Und wenn ich jetzt in einer Situation bin, in der ich eingesperrt bin, dann komme ich noch schlechter aus meinen eigenen Befindlichkeiten raus. Weil wenn ich zu Gewalt neige, liegt das daran, dass ich selber nicht so genau weiß, wohin mit mir. Das ist eigentlich eine Form, auch wenn das jetzt verharmlosend klingt, von eigener Hilflosigkeit. Und wenn ich jetzt mich nicht mehr abagieren kann woanders, ich kann nicht mehr ausweichen, dann kriegt mein Partner oder im schlechtesten Fall auch noch die Kinder das erst recht ab, weil der ist mir immer vor der Nase und ich kann dann meine eigene Unzufriedenheit richtig schön auslassen. Und das Fatale ist, Frau kann dann auch nicht mehr ausweichen, traut sich kurioserweise auch noch weniger oder kommt nicht so oft dazu anzurufen bei Beratungsstellen, weil der Partner ist ja immer da. Und kann auch nicht nach außen einfach mal ihre Freundin oder Freunden erzählen, wo das so, wie der Hase läuft. Wenn ich einen gewalttätigen Partner habe, wird das eher noch verstärkt. Dadurch, ich würde mich immer nach außen wenden. Zur Not auch die Polizei rufen. Auch wenn das schwierig klingt. Oder Freunde, Angehörige anrufen und sagen, hilf mir, hier passiert was. Und es lohnt auch umgekehrt, genau wenn man weiß, da ist ein Paar, da stimmt irgendwas nicht, dass man da mal nachfragt. Und als Frau oder als Betroffene, oder es gibt auch wenige Männer, die betroffen sind von Gewalt, man kann auch eine SMS schicken. Das fällt ja nicht so auf, als wenn man anruft. Also auf jeden Fall damit an die Öffentlichkeit gehen, nach außen gehen und sich Hilfe holen.
die Gefahr besteht ja immer, dass wir aneinander vorbeileben, uns arrangieren, im Alltag einfach untergehen und die Paare gar nicht genau gucken, wer ist denn da wirklich? Und jetzt habe ich doch die Chance, mich mit der Zeit zu arrangieren und mich mit dem Partner zusammenzusetzen und sagen, jetzt lass uns mal gucken, wo wir eigentlich hinwollen, was uns ausmacht. Wir hatten noch nie so richtig Zeit, über unsere gemeinsamen Visionen zu reden. Und wer ist denn da eigentlich? Zeig dich doch mal. Und das braucht ein bisschen Übung und braucht ein bisschen Bekenntnis vor allen Dingen, lohnt sich aber.